Völlige Katastrophe für die Sicherheitsbehörden, völliges Versagen, völliger Wahnsinn in München. Der bekannte, den Behörden bekannte islamistische Gefährder Emrah I., 18 Jahre alt, mit österreichischer Staatsbürgerschaft, hat den Terroranschlag auf das israelische Generalkonsulat in München heute verüben wollen. Sie haben jetzt schon zugegeben, dass es sich um den 18-jährigen Staatsbürger aus Österreich handelt, von dem alle ausgehen, dass es Emrah I. ist. Das mit dem Islamismus, das wollten Sie sich jetzt nicht trauen zu sagen. Sie haben mal wieder den Schwanz eingezogen. Selbst der starke Söder hat sich nicht getraut, mit seinem Hermann nebendran das jetzt zu bestätigen. Dabei ist er wohl den österreichischen Behörden bereits bekannt. Das ist der größte GAU, den den Sicherheitsbehörden jetzt passieren konnte. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Heute ist wirklich ein Tag, an dem man gar nicht weiß, lebt man in einem Irrenhaus, ist das hier Realsatire? Erst das Video mit dem Maschinenfeuergewehr-ähnlichen Schusssalven. Da denkt man erst noch, okay, Jahrestag, Israel-Attentat, Olympia-Attentat. Es ist hier ein Palästinenser, Pro-Palästinenser, der hier durchgedreht ist. Dann kommt das Video raus mit diesem Spargel-Tarzan, mit diesem Lauch, würden manche sagen, mit diesem Antikgewehr, mit dem Wehrmachtsgewehr eventuell, mit dem aufgesteckten Bajonett. Und denken dir an alle, ah, okay, doch ein rechtsradikaler, echter Neonazi. Und dann kommen sie um die Ecke und sagen, nein, ein österreichischer Staatsbürger mit bosnischer Herkunft, der in Österreich als islamistischer Gefährder den Behörden bereits bekannt war. Die deutschen Behörden wussten von diesen Erkenntnissen allerdings nichts. Ein grandioses Versagen, wie jemand, der in Österreich Gefährder ist und damit beobachtet wird durch das Bundesamt für Verfassungsschutz in Österreich, wie er unbehelligt hier an eine Schusswaffe gelangen konnte und wie er unbehelligt damit das Land Österreich Richtung Deutschland und Richtung München verlassen konnte. Es ist einfach sensationell, wie Sie hier völlig versagt haben. Absolut völlig versagt haben. Anders kann man das nicht nennen. Frau Faeser, Herr Söder, wo sind Sie denn Ihre Innenministerien? Wo sind Sie denn Ihre Verfassungsschützer? Wo sind denn die Leute, die eigentlich die österreichisch-deutsche Grenze ja kontrollieren sollten? Oder habe ich da was falsch verstanden? Wird da doch nicht so genau kontrolliert? Ja, aber Hauptsache, Sie erzählen immer groß von Grenzkontrollen. Leute, es ist echt völliger Wahnsinn. Da weißt du gar nicht mehr, was man. Also, wann kommt eigentlich die Heute-Show zurück? Kommen die nochmal zurück? Braucht man gar nicht mehr. Wir haben Realsatire jeden Tag. Es ist hier wirklich ein Wunder, dass niemand verletzt wurde. Der ganz genaue Tathergang, ich erläutere das jetzt nochmal, weil immer wieder Fragen aufgetaucht sind, aber eines mal vorweg. Da hat ernsthaft jemand kommentiert unter einem Video, dass die Polizei nicht in Arme und Beine geschossen hat, der arme junge Mann. Da muss man mal sagen, der arme junge Mann, wenn jemand mit einem Gewehr durch eine Stadt läuft, darf er in meinen Augen schon erschossen werden. Dazu gab es noch bereits eine Schussabgabe durch dieses Gewehr. Dass die Polizei da nicht auf Arme und Beine zielt, ist logisch. Das wird noch nicht mal trainiert bei der Polizei. Die Polizei wird darauf trainiert, den Körper zu treffen und das machen sie, wie sie ausgebildet wurden und die vielen Schüsse, die gefallen sind, das war wohl die Folge dessen, dass die Polizei sich wirklich in Deckung begeben hat und der Täter dann anscheinend wild umhergerannt ist. Es ist aktuell noch nicht bekannt, über wie viele Einschusslöcher die Leiche hier verfügt. Es muss überhaupt nicht sein, dass von diesen 35 Schüssen so viele getroffen haben, können am Ende auch nur zwei Treffer gewesen sein und dann ist er zu Boden gegangen. Dazu gibt es keine Videoaufnahmen, zumindest keine öffentlichen. Es ist ungefähr kurz nach 9 Uhr gewesen, als Emrah I. mit seinem Auto mit Salzburger Kennzeichen vorgefahren ist vor dem NS-Dokumentationszentrum in München. Um 9.10 Uhr wurde dann der Polizei gemeldet, dass jemand mit einer langen Waffe da umherläuft. Um 9.12 Uhr gab es dann den Schuss, bei dem er dann tödlich verletzt wurde. Erst um 10.30 Uhr hat allerdings ein Notarzt den Tod von Emrah I. festgestellt. Innerhalb von ungefähr 10 Minuten waren über 500 Beamte im Einsatz im näheren Umkreis.
dieses Einsatzortes. Dafür lobten sie sich dann auf der Pressekonferenz. Sie haben sich alle auf die Schulter geklopft und haben nochmal einen Wink mit dem Zaunpfahl nach Berlin gesendet, jetzt endlich mal tätig zu werden. Und weil sie das mit dem Islamismus verschwiegen haben, haben sie natürlich die Vorratsdatenspeicherung wieder ausgepackt. Nichts Besseres fällt ihnen ein, als jetzt wieder um die Ecke zu kommen und zu sagen, also wenn wir die IP-Adressen von jedem gespeichert hätten, hätten wir Emrah A. an der Einreise nach Deutschland gehindert oder den Kauf seiner Waffe verhindert. Das ist sowas von gelogen und das ist wieder die Politik, das Geschäft der dreckigen Wäsche und hier waschen sie einfach auf dem Rücken der Leute, die die innere Sicherheit wollen, das sind du und ich, das sind die Wähler, auf deren Rücken drehen sie jetzt hier wieder die Vorratsdatenspeicherung durch den Kakao, wo ich euch nur sagen kann, das bringt rein gar nichts. Würdet ihr allerdings an der Grenze besser aufpassen und würden auch die Behörden in Österreich mal ihre Erkenntnisse mit den deutschen Behörden teilen? Wobei, mal schauen, was da jetzt rauskommt, welche deutsche Behörde was wusste oder welche nicht oder doch nur ein ausländischer Nachrichtendienst. Und weil das Ganze hier dann am Ende auf islamistischen Terrorismus zurückfällt, wird dann auch der Generalbundesanwalt mit dem schönen Namen Jens Rommel die Akte wieder mit nach Karlsruhe nehmen. Die Leiche wird er vermutlich in München obduzieren lassen und dann freigeben. Die wird er nicht mitnehmen, wo auch der Attentäter von Solingen sitzt oder der von Mannheim, Suleiman Atta'e oder Issa Al-Hassan. Sie sitzen beide in Karlsruhe in ihrem Gefängnis. Man hört nichts, man sieht nichts. Dabei ist die Frage, zumindest bei Suleiman Atta'e, eindeutig und unzweifelhaft klar. Er ist des Mordes überführt mit Videobeweis. Da kann man wenig leugnen, da kann man sich auch schlecht verteidigen dagegen. Man kann vielleicht noch auf Totschlag plädieren oder auf Unzurechnungsfähigkeit, aber der Prozess, er müsste auf dem Fuße folgen. Nein, sie setzen sich dann lieber den Hintern platt. Die anderen sagen wieder, ja, der Generalbundesanwalt, der muss so viel ermitteln. Naja, ich habe ihm vor 3 Wochen den Hinweis gegeben, dass es in Berlin jemanden gibt, der offen sagt, er gehört zur Organisation Hisbollah, die hier verboten ist. Und was ist passiert? Bisher nichts. Mich hat nicht mal jemand angerufen, irgendwas gefragt. Nein, nichts. Keine Verhaftung, absolut gar nichts. Der Berliner Staatsschutz, er sitzt sich hier auch den Hintern auf den Aktenblatt. In München haben wir heute gesehen, wenn eine Polizei noch Polizei sein darf, was es unter der CSU in Bayern definitiv der Fall ist, dann haben wir definitiv viele Schüsse gehört, die hier abgegeben wurden. Und auf jeden Fall eine Polizei, die auch ihr Handwerk versteht. Wie Herr Herrmann sagte und der Polizeichef, man hat für solche Einsatzlagen vorentwickelte Szenarien, die dann einfach abgespult wurden. Dementsprechend ist hier dann dieser ganze Einsatz hier einfach nach dem Lehrbuch verlaufen und es hat alles funktioniert. Groß haben sie sich auf die Schulter geklopft, dass niemand verletzt wurde. Das ist aber wirklich Kollege Zufall gewesen. Wären da ein paar Leute gewesen oder eine Bushaltestelle, wo einer aussteigt, dann hätte es mit Sicherheit Tote und Verletzte gegeben. So gibt es jetzt nur einen einsamen österreichischen Staatsbürger mit bosnischer Herkunft, der noch nicht bestätigt, aber alle Spatzen pfeifen es von den Dächern. Die Österreicher sagen auch, er ist Islamist. Und mit 18 Jahren Islamist mit einer Weltkriegswaffe am Gedenktag des Olympia-Attentates, wo die Palästinenser damals die israelischen Olympioniken gefangen genommen und getötet haben und die Geiselrettung damals so schlimm schief ging. Es ist wirklich hier mal wieder. So viel Bingo kann man gar nicht spielen, ja? Ich dachte ja am Anfang wirklich noch, wie ich das zweite Video heute gemacht hatte, das ist dann am Ende jetzt wirklich wieder jemand Rechtes, vielleicht. Ich will gar keinen deutschen Namen jetzt sagen, weil ich natürlich daneben gelegen habe. Und klar, Emrah, super österreichischer Name, kennen wir, kenne ich viele Österreicher. Hallo meine Wiener Emras. Es ist einfach völliger Wahnsinn. Und jetzt schweigen Sie, ja? Söder Pressekonferenz, Islamismus sagen wir nicht. Faeser sagt, oh, Einsatz läuft, wir sagen nichts. Ich bin gespannt, was Sie jetzt am Ende für eine Geschichte daraus drehen wollen. Doch das kam jetzt mal wieder sehr, sehr ungelegen, muss man sagen. Kurz vor der Wahl in Brandenburg, ungelegen für den Bund, doch eher etwas gelegen für den Druck, den die CSU, doch eher etwas gelegen für den Druck, den die CSU hier aufbauen möchte und die CDU gegenüber der Regierung in Sachen Migration. Doch hier ist jetzt die spannende Frage, wie lange war er schon hier und hätte es jetzt hier wirklich, also die Frage ist bei den Grenzkontrollen, wir können nicht jedes Auto kontrollieren. Das wird am Ende nicht funktionieren. Deswegen ist aber die Frage, wie man mit der ganzen Sache umgehen soll. Solange die Grünen in der Regierung sitzen, wird hier gar nichts passieren. Wenn ich Irene Mihalic noch länger sehen muss, die sagt,
die Leute, die an der Grenze zu, also die sagt ernsthaft, Leute, die an der Grenze von Polen nach Deutschland kommen und hier Asyl rufen, deren Asylgesuch muss ich prüfen. Und da sage ich so, nein, nein, sicherer Drittstaat, das muss ich nicht prüfen. Und dann kommt das Argument, ja, aber wenn die dort keinen Antrag gestellt haben, dann sage ich nur, ist ja nicht mein Problem. Ist doch nicht mein Problem. Aber das machen sie zu unserem Problem. Das ist der Kern, um das sich das ganze politische Berlin im Moment dreht. Es dürfte niemand durch so ein Land einfach durchreisen, unregistriert. Dann heißt es immer, ja, die Länder schicken die Leute durch. Ja, und dann müssen wir zurückweisen und sagen, nein, du kommst hier nicht rein, dann wird es in Europa sehr viel Unmut geben, weil alle immer sagen, wir hätten die Leute eingeladen, jetzt sollen wir sie auch behalten. Da ist viel Wahres dran. Doch wenn wir sie dann wieder hinausgeleiten wollen, müssen wir dann alle die Reihen schließen und dann wird es auch noch mal in die andere Richtung eher etwas unbequem. Aber ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal, abonniere auch Auswandern mit Kopf, meinem neuen Zweitkanal für jung oder alt, für arm oder reich. Für jeden ist was dabei. Ansonsten sage ich ciao, bis bald.